Es ist Zeit für Kai 3 an diesem wunderschönen grünen Donnerstag. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zu Kai 3 mit meinen zwei lieben Kollegen. Wir sind etwas, dezimiert. Aber es macht nichts und alle möglichen Leute aus unserem Team sind unterwegs und wir freuen uns einfach zu dritt auch hier heute Programm zu machen. Kai 3 halt. Hm? Ja, genau, eben Kai 3. Kai 3 und ich freue mich ganz besonders, zwischen euch beiden Damen heute zu sein. Das finde ich ganz besonders fantastisch und ich glaube, das wird heute der absolute Kracher. Ein Schummel, würde ich sagen. Absolut. Ostern ist natürlich ein Thema, auch bei Background. Was macht ihr denn Ostern? Irgendwas Schönes? Ostereier sammeln? Ich war nach Hause, in die Nordsee. Da kann man im Meer auch Ostereier suchen, was ihr mal schön findet. Ja, also mit Familie ein bisschen zusammen. Schön. Wunderbar. Und ja. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Ich werde auch wahrscheinlich mich ins Bett legen für 4 Tage und dann am Dienstag wieder aufstehen. Nein, natürlich nicht. Also ich freue mich auf Ostern. Ich werde Ostereier suchen. Ich werde vorher noch Ostereier bemalen und es wird alles riesig. Sehr schön. Und ich habe ja schon gesagt, bei Background das Thema Ostern. Unter anderem jetzt noch viele andere. Ja, wir waren auf der Straße unterwegs und haben mal die Leute gefragt draußen, was eigentlich Ostern ist. Wo kommt Ostern her? Was passiert eigentlich an Ostern? Was wird da gefeiert? Ganz interessante Antworten sind dabei rausgekommen. So viel kann ich jetzt schon mal versprechen. Außerdem Stadt der Woche natürlich heute bei Background. Ganz klar, Leverkusen zum letzten Mal in dieser Woche. Wir werden die Stadt nochmal vorstellen. Die Innenstadt haben wir uns ein bisschen angeguckt. Und dann wird es bei uns natürlich auch nochmal die Polizeibilder von gestern geben. Unser wirklich wunderschöner Beitrag, der leider gestern nicht ganz zu Ende gelaufen ist, den werden wir heute nochmal zeigen. Und retten, bis der Arzt kommt heute. Die Retter sind da vom Deutschen Hilfsdienst. Wir machen stabile Seitenlage, Mund-zu-Nase-Beatmung. Wer Lust hat, sich als Proband zur Verfügung zu stellen. Mund zu Mund, alles. Also ich freue mich auf alle Themen, aber ich freue mich ehrlich gesagt am meisten über die Umfrage. Denn ja. Ich habe auch schon vor ein paar Wochen eine Umfrage gesehen, wo jemand gesagt hat, Ostern ist doch da, wo der Hase Jesus umgebracht hat. Und das fand ich eine ganz schön interessante Erklärung. Du wirst auf jeden Fall auch für Aufklärung sorgen. Hundertprozentig. Ja, bei Sport natürlich auch. Ja, also ich habe gerade noch mal so übergeschlagen, das ganze Fußball steht heute auf dem Programm. Also praktisch der Riesen-Bundesliga oder die Bundesliga-Ausschau auf den nächsten Spieltag. Wir fangen vorher aber nochmal an mit einer Vorausschau auf das Spiel Bayer Leverkusen gegen Osasuna. Osasuna, ja, gestern, ja. Ich habe gestern noch gesehen. Ja. Das habe ich die ganze Nacht gelernt. Ja. Osasuna. Es geht um UEFA Cup natürlich, Bayer Leverkusen, die letzte Mannschaft, die letzte deutsche Mannschaft. Und heute Abend gibt es ein Heimspiel für Bayer Leverkusen. Da haben wir mit dem Trainer Michael Skibbe gesprochen, beziehungsweise du hast es ja gemacht. Ja, ganz interessant ist zum Beispiel Osasuna oder Osasuna. Osasuna, sagst du es auch schon. Osasuna. Ist ja nur 13. der spanischen Tabelle. Ja. Ja, Atletico Osasuna. Also eigentlich eine klare Sache für Bayer Leverkusen, ja. Aber UEFA das sollte man im Fußball nie sagen. Ja, eben. Oh, da spricht die Expertin. Ja, langsam lerne ich dazu. Also, das hat sich auch der BVB gedacht. Ich glaube, der hat sich auch nicht träumen lassen, jetzt im Tabellenkeller zu sitzen. Das wird noch ein zweites Thema bei uns sein. Wir haben uns mal umgehört auf der Straße. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr den BVB? Gehört der in die zweite Liga? Ist eigentlich kaum vorstellbar. Ich sage ganz klar ja. Du sagst ganz klar ja. Warum eigentlich? Nein, überhaupt keine Frage. Borussia Dortmund ist ein Verein, Traditionsverein. Absolut. Der muss eigentlich in der ersten Liga spielen. Ja, das geht gar nicht. Da sind wir auch mal sehr gespannt auf die Antworten. Ja. Und ansonsten natürlich Bundesliga-Vorausschau und Wochenendtipps. Vieles mehr. Auch bei Timeout ganz interessante Themen, ganz interessante Mischung. Es geht um School Jam. Das ist ein Projekt, das eben Nachwuchskünstler unterstützen soll und auch tut. Und da wurde am Samstag eben eine Band gekürt. Aus 17.000 Schulen, die mitgemacht haben, wurde die Band herausgestellt. Und ich spreche mit dem Geschäftsführer, und also Gerhard Dellmann, und mit einem Produzenten, der in der Jury saß, Götz von Susu. Ist das sowas wie Deutschland sucht die Superband? Oder? Ja, aber eben so, dass die Künstler ihre Rechte nicht abtreten müssen. Und Der Gewinn ist, bei Rock am Ring aufzutreten, unter anderem. Geil. Also es ist eben ein bisschen anders als diese Casting-Sendungen. Ja gut, aber klar, aber 17.000, das ist ja schon eine ganze... Das ist ja, also von der Anzahl auf jeden Fall. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Schulen gibt, an denen Musik irgendwie gemacht, so viele Schülerbands gibt. Klasse. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und unsere Stimme von NRW TV und unser Metal-Experte Alexander Bunkewitz war vor Ort in Dortmund und hat mit Eric Adams, der Sänger von Manowar, ein Exklusivinterview geführt. Und das ist grandios geworden. Die Bilder sind grandios. Ich höre ja nicht so gerne die Musik, aber das, was man da dort zu sehen bekommen hat, war einfach unfassbar. Und man darf ganz deutlich sagen, wir sind der einzige Sender auf der Welt, glaube ich sogar, das hat Bunky ganz stolz gesagt, der Eric Adams bekommen hat. Ja, ne? Also es ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Muss man einfach Bunky sein, ne, um das zu schaffen. Ja, einfach rein, zack, Mikrofon hinhalten. So muss das sein. Nicht nur mit Bunky, sondern auch bei uns, bei Kai3. Und deswegen würde ich sagen, wir legen einfach mal los und machen eine grandiose Sendung. Viel Spaß heute bei Kai3. Wir legen jetzt los. Viel Spaß.